Fenster war ganz weit offen. Und gucken, was wir in der Pfannkube haben. Eine Wasserflasche. Schön. Ich hab mal mein Style aus, Bro. Freshes Shirt. Nice Shirt, Bro. Freshes Socks. Ja, die neuen Schuhe zieh ich nicht an. Sock Game is strong. Yeah. Just kill those legs, man. Yeah. Und das ist das Training schon wieder durch. Perfekt den Tag gestartet, würde ich sagen. Nicht so lange gepennt, aber dafür war das Beintraining richtig, richtig geil, richtig Spaß gemacht. Was auch geil ist, wenn man vor dem Training mal Bock auf Monster hat, haben wir jetzt seit kurzem drin. Kann man sich hier einfach ein Monster ziehen. Ich würde, zack, da sind die gelben. Gelb, weiß, beste Kombo. Nur noch lila hier irgendwo rein und dann, obwohl, eigentlich eher Geschmack. Das wäre natürlich am besten. Wie war der Training? Sehr gut, habe mich gerade sogar noch gedehnt, aber mache ich momentan nach jedem Training. Ich habe es jetzt echt, diese Woche habe ich eine heftige Streak, jeden Tag Training, jeden Tag dehnen. Und man muss sagen, es ist heute nicht Montag. Also die Streak ist echt gut. Heute ist schon Freitag. Freitag? Ja. Für dich ist Freitag, für mich ist eigentlich Mittwoch. Ja, Feierabend jetzt. Feierabend, was? Feierabend. Okay, pack. Einmal Hashtag pack in die Kommentare bitte, wegen dem Bandana hier. Also Freunde, so sieht mein Post-Workout-Meal aus. Wir haben hier erstmal ein bisschen Cereals, 75 von diesen Honeyweed, dann 30 Gramm von diesen Honey Puffs. Dann haben wir einen Toast mit zwei Scheiben Kochschinken und einer Scheibe Hähnchen, einem Toastkäse. Dann haben wir darunter noch Miracle, hier oben ein bisschen Ketchup Light und Gurke und dazu ein Chai. Nice. Zu Hause wurde natürlich erstmal das Video fertig gemacht und für die Leute, die es interessiert, so sieht die Kamera jetzt aus. Meine Haare sehen auf jeden Fall einfach nur on fleek aus gerade. Sieht super aus, Willi, wenn die umgemacht sind. Auf jeden Fall ist hier das Mikro und das sieht doch schon mal nochmal einen Ticken professioneller aus. Mal gucken, was der Rest des Teams macht. Hallo. Ich brauche Content, erzähl mal was. Ich habe gerade ein Foto rausgekramt. Dürfen wir das sehen? Ja, das werde ich gleich posten. Ist immer noch von der Session mit Marc. Superschön. Alter, das ist 2 Monate her. Alter, was sind das für coole Boys im Hintergrund? Die zählen doch. Welcher? Der. Alter, der ist echt Killer. Der hat reingeguckt. Warum haben wir so blurry gemacht? Alter. Ja, aber ich finde das Bild echt geil, weil das so Motion ist. Danke. Und sehr gut bearbeitet. Super, Regina. Danke. Instagram, Regina Engelhardt. Regina Unterstrich Engelhardt oder Regina Engelhardt? Unterstrich. Regina Unterstrich Engelhardt. Ja. Content Nummer 1 gesichert, danke. Gerne, ich erwarte euch. Was? Wie wurde? Wie du? Also, sie erwartet euch auf ihre. Ja, Freunde, könnt ihr mal gerne abchecken. Mal gucken, was der Rest des Festes macht. Was ist du da? Warte, Bro. Junge, das sah so aus, als ob du einfach wie so ein Fat Lenzen hier sitzt und Eis isst. Einmal so. Ja, ich dachte auch. Ja, Mann, Bench. Mach mal irgendwas Cooles. Wir brauchen Content für heute, Bro. Boah. Warte, nochmal, sollen wir das nochmal in Zeitlupe filmen? Okay. Oder sollen wir so ein kleines Edit machen? Ich habe euch ja an meinem Geburtstag gezeigt, was wir so alles an Fleisch haben. Das war ja eine fette
Menge an Fleisch. Und gestern ist das Ganze natürlich nicht weggegangen, also das war ja natürlich der Optimalfall. Lieber man hat was über und kann dann am nächsten Tag noch was essen, so wie heute jetzt. Wir werden jetzt gleich nochmal grillen. Marc kommt vorbei, Ainur kommt vorbei, Christina kommt vorbei, Saskia kommt vorbei. Und dann werden wir den Rest des Fleisches aufbrauchen. Und ja, jetzt gerade ist noch alles aufgebaut von gestern, perfekt. Okay, Verschlusszeit ist auf 200. Das ist nicht so nice, aber auch nicht so schlimm. Also so viel Fleisch haben wir noch, Freunde. Der Topf ist noch gut voll, also nicht ganz voll, aber da, also das ist meine Hand, der Topf ist riesig und da ist noch ungefähr bis hier Fleisch drin. Und wir haben hier schon ein bisschen aufgespießt, was heißt ein bisschen, wir haben schon einige Spieße aufgespießt, warten jetzt erstmal bis das Feuer bzw. die Glut schön am Glühen ist und da halt nur Glut, und einfach nur Glut hier liegt, damit man das Schaschlik schön regelmäßig aber und gleichmäßig fresh machen kann. Zum Sprachkurs gehst du dann morgen, oder? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Warum? Ich schneide das Video. Ah, fuck. Guck mal, das Ding ist, wer schneidet, hat die Macht einfach. Ja, das ist das Geile an Videos zu machen. Man hat die Macht einfach. Also man kann die Realität so einfach so darstellen, wie man es möchte. Zum Beispiel, guck mal Willi an. Der ist jetzt schwarz-weiß auf einmal und jetzt nicht mehr. Ja, das ist echt krass. Das war jetzt einfach unsere, sag ich mal, oder Marc? Du Eiswürfel. Marc, mit Videos kann man die Realität verzerren, wie man will. Ne? Das ist schon heftig, oder? Damit bürge ich mit meinem Namen. Geil. Regi ist auch fleißig am Tisch decken. Danke, Regi. Wir sind die Fleischmenschen und du bist der Tischdeckmensch. Nein? Ja, du musst schon als Tischanführer deine Untertanen bzw. deine Angestellten engagieren, ne, Vika? Ihr müsst motiviert werden, ne? Nein? Weißt du nicht? Regi, die redet schon nicht mehr wegen dir. Was hast du gemacht? Ja, okay, die sind strange. Ich hab das Gefühl, der ist zusammen. Kenn ich nicht. Also, wir denken jetzt so, weil. Wir suchen einen Tisch. Freunde, es ist mittlerweile schon 12:30 und wir haben gerade noch ein bisschen gegrillt, also was heißt ein bisschen, wir haben ordentlich noch Fleisch gegessen, wir hatten noch ordentlich was über, dann habe ich mir erstmal einen Teller zusammengestellt, da war Reis drauf, Fleisch, da war, was war da noch drauf, Nudelsalat, also heute habe ich das so gemacht, ich habe ungefähr alles getrackt, habe alles im Kopf überschlagen, also ich habe nicht alles genau getrackt, aber kein Problem, wenn man immer noch so ein kleines Puffer hat. Plus minus 100, 200 Kalorien ist auch nicht so schlimm, wenn man das macht. Wenn man denkt, man hat ein bisschen zu viel gegessen, einfach den nächsten Tag ein bisschen weniger essen, ein paar Kalorien kompensieren. Und dann müsst ihr euch auch bei sowas gar keinen Stress machen. Man muss nicht immer eine Waage da haben. Natürlich, wenn man jetzt am Diäten ist, ist es viel, viel vorteilhafter, wenn ihr immer so eine Waage dabei habt oder einfach eine Waage draußen habt und dann euer Essen abwiegt. Klar dauert das Ganze länger, ist nicht so bequem. Und vielleicht werdet ihr auch angeguckt. Aber wenn ihr ein Ziel habt, beziehungsweise wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, dann zieht es auch vernünftig durch, Freunde. Wenn ihr euch vorgenommen habt, 90 Tage zu diäten, dann macht auch 90 Tage Diät. Außer ihr habt jetzt irgendwas drin geplant, wo ihr einfach an bestimmten Tagen mehr essen wollt. Weil es kommt im Endeffekt nicht nur auf die Form an, ob es jetzt schlimm war, das zu machen oder nicht. Kann sogar sein, dass es mal nicht schlimm war, dass ihr mehr gegessen habt. Aber wenn das Ganze so zustande gekommen ist, dass ihr mehr gegessen habt, weil ihr einfach, ja, euer Instinkt euch gesagt habt, okay, komm, isst mehr. Euer inneres Sein, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einfach so Heißhunger habt und wenn ihr dann mehr isst, dann habt ihr einfach nicht mehr das Vertrauen in euch selbst und das ist mit das Wichtigste im Sport und allgemein im Leben. Deswegen, Freunde, wenn ihr euch was vornehmt, dann zieht das auch vernünftig durch. Auf jeden Fall gab es danach noch zu dem Thema für mich noch 2 Stücke Käsekuchen, aber ich habe, wie gesagt, noch einige Kalorien offen gehabt. Deswegen passt das in meine Kalorien. Ich werde jetzt heute nichts mehr essen. Wahrscheinlich werde ich noch ordentlich was trinken und dann geht es auch gleich schlafen. Hier sind noch ein paar Stücke, die gucken mich sehr, sehr, sehr heftig an. Ich liebe Käsekuchen über alles, Freunde. Also Käsekuchen ist so, ja, allgemein Kuchen, ne? So ein Kuchen mit Geschenk von meiner Mom, der ist geisteskrank. Den hatte ich an meinem Geburtstag, der war komplett heftig. Käsekuchen ist auch einfach nur heftig. Ja, der guckt mich auf jeden Fall an. Aber auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen, Freunde. Falls ja, lasst ein Like da, einen Kommentar und ein Abo, wenn ihr bis jetzt geguckt habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.